Eichenwalde. Na, Hallöchen in Eichenwalde. Ein Hallo an euch, meine Lieben. Und ich hab gedacht, wir machen mal so ein kleines Nur-mal-so-Video mal wieder. Ist schon ein Weilchen her. Und ihr seht vielleicht schon einen kleinen Unterschied im Vergleich zu vorher. Der da trägt kein Headset, weil er gerade nicht mehr braucht. Und das da ist auch neu. Ja, wer andere Videos von mir guckt, wird schon ein bisschen gehört haben. Ah, warte auf Spieler, na gut. Ich habe mal nebenbei Overwatch reingeschmissen, weil ich sowieso ständig Overwatch spiele. Dann dachte ich mir, ich versuche mal damit einen Nur-mal-so aufzunehmen. Ob es hinhaut oder ob ich gleich total verkacke, sowohl beim Reden als auch beim Spielen, das sehen wir dann. Ja, jedenfalls. Ich dachte mir, so ein, zwei Sachen wollte ich mal eben kurz loswerden. Diesmal wird es auch hoffentlich wirklich nicht allzu lang. Ah, jetzt dürfen wir. Jetzt dürfen wir. So, stellen wir mal ein Team zusammen, machen wir das mal. Ja, ich habe endlich mal ein bisschen arg viel Geld ausgegeben, aber das, denke ich, war es wert. Und habe mir das Schätzchen hier, was hier so vor mir rumhängt, gegönnt. Ja, wie ich gerade sagen wollte, wer so ein, zwei andere Videos guckt, wird es schon gemerkt haben, weil ich es direkt natürlich für die Aufnahmen auch nutze. Ich denke mal, meine Audioqualität ist dadurch doch um einiges nochmal gestiegen, worüber ich sehr froh bin. Das heißt allerdings natürlich auch, dass ich jetzt endlich mal sagen kann, geil, meine Sachen gefallen mir jetzt mal selber besser, weil die Audioqualität endlich auch stimmt. Mit der Bildqualität war ich ja bisher eh schon zufrieden, das war okay. Aber jetzt ist endlich mal der Punkt erreicht, wo ich auch sagen kann, das klingt auch schön. Jedwedes Feedback, ne? Gerne, immer noch, nach wie vor. Also wenn ihr sagt, na hier rauscht aber, na da klingt aber doof, du bist kacke, mach dich mal weg, spiel einfach nur, halt die Fresse und spiel einfach nur, alles gut. Immer raushauen, mag ich gerne hören. Also mit ehrlicher, vernünftiger Kritik kann ich immer eine Menge anfangen, finde ich sehr gut. Also bitte, bitte nach wie vor immer her damit. Ja, apropos Kritik, das bringt mich direkt mal zum nächsten Punkt. Ich halte mal schnell was ins Bild. Momentan läuft ja neben Mass Effect 3 noch ein anderes Projekt. Und das ist scheiße. Das Akte X-Spiel ist scheiße. Große Scheiße. Lasst es mich jetzt mal so rumformulieren. Ich dachte, ich bin Akte X-Fan und das sieht ja cool aus. Soll trashig sein, aber sieht cool aus. Machen wir mal als Let's Play. Blind Let's Play. Und das ist eine scheiß Idee. Mit der ganz simplen Begründung. Ich mache gefühlt alle halbe Stunde eine Aufnahmepause, weil ich keine Ahnung habe, wie es weitergeht. Und das nimmt mir sehr viel den Spaß am Aufnehmen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es sehr spaßig ist, das auch ständig zuzugucken, einfach weil das nicht vorwärts geht. Ich klicke mich durch die immer gleichen drei Bildschirme und habe das Gefühl, da passiert gar nichts. Und ich muss halt ständig nach einer Lösung googeln oder so. Und das finde ich selber super ätzend. Und da habe ich einfach für mich beschlossen, wisst ihr was, wir skippen das. Ich möchte hier kein Let's Play aufnehmen, wo ich konstant eine Lösung aufhaben muss. Wo kam die denn her? Hör mal, du Sau. Da war da einfach einer hinter mir. Die elende Sombra, die neue. Die ist fies. Oder kann fies sein. Sagen wir es so rum. Erschlagen hat sie mich, ja, Hammer. Hackt ja wohl. Was ist denn da los? Ja, jetzt muss ich mich beeilen, dass wir hier nicht verkacken. Ist ja super. Läuft ja super. Oh, das gefällt mir aber gar nicht. So, geh mal weg, Bitch. Ich will hier rein. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ja, das gefällt mir überhaupt nicht. Okay, gut. Ja, ich habe versucht, mich kurz zu konzentrieren. Es war so semi-erfolgreich. Ja, nee, wie gesagt. Ich würde ab nächstes Jahr sowieso gucken, dass ich da mal meinen Fokus ein bisschen mehr auf Streams setze, anstatt auf lokal gemütlich offline aufgenommene Let's Plays. Das ist momentan ja doch ein wenig mein Fokus. Liegt aber auch an einer anderen Sache. Dazu komme ich gleich einmal. Ja, es ist einfach so eine Sache, wo ich so sage, das würde ich gerne dann doch mal irgendwann mal endlich machen. Boah, ich bin gerade gar nicht mal so schlecht und starb. Okay, gut, ich habe nichts gesagt. Ja, wie gesagt, momentan ist auch ein bisschen dem Job geschuldet, wo ich momentan wirklich meistens nach Hause komme und eigentlich direkt erstmal schlafen gehe. Zwei, drei Stunden, bevor ich dann eigentlich nur noch auf der Couch kommen möchte. Und da ist halt der Vorteil bei Let's Plays. Ich liebe euch ja wirklich, die ihr da meine Videos schaut oder in Streams reinguckt. Das Ding ist nur, es ist, denke ich mal, kann jeder nachvollziehen, anstrengender, einen Livestream zu machen. Also direkt anstrengender, weil man direkt interagiert mit Leuten und so weiter und so fort. Und das ist einfach etwas, wo ich sage, das ist momentan so ein Punkt, da bin ich froh, wenn ich das nicht machen muss, sozusagen. Ja, und dementsprechend
sitze ich lieber dann mal am Wochenende da, nehme einen riesen Stapel Sachen auf, habe Videos für die Woche, aber für mich einfach mehr Ruhe gerade. Ich gehe schwer davon aus, dass sich das ab nächsten Jahr aber auch wieder ein bisschen, ja, normalisieren wird, sag ich mal. Und dementsprechend wird da dieser Stressfaktor einfach so groß nicht mehr sein. Und ich will auf jeden Fall auch gucken, da wieder mehr zu streamen, weil mir das halt selber auch super viel Spaß macht. Ne? Es ist ja nicht nur Arbeit, so ist es ja definitiv nicht. Ne? So soll das jetzt nicht klingen. Und insofern würde ich sagen, aber gucken wir da einfach mal, was das angeht. Wie wir das da irgendwie hinkriegen. Könnt ihr mal alle sterben vielleicht? Das wäre super geil. Ja, du bist schon mal tot. Das gefällt mir. Ist das denn die Möglichkeit? Hat er mich echt nur erwischt? Die Sau, Mann. Ja, also wie gesagt, momentan halt ein bisschen arg für Videos, was ich mache. Auch wenn es gar nicht so viel wirkt wahrscheinlich bei euch, aber also die Zeit ist ja auch gar nicht mehr so da. Also 4, 5 Videos am Tag sind für mich gerade gar nicht machbar. Ja, aber bis das soweit ist, kommen noch Videos und da kann ich mal eben ein, zwei Sachen ankündigen. Nämlich, einerseits werde ich definitiv halt wirklich Akte X skippen. Es ist für mich sehr anstrengend, das aufzunehmen. Und ich glaube, wenn für mich was anstrengend ist aufzunehmen, dann ist es auch längst nicht so spaßig für euch, es anzuschauen, weil ich denke, man merkt es auch immer, inwiefern da hat jemand Spaß an einem Spiel oder nicht. Auch wenn ich versuche, immer nett drüber wegzuquatschen und lustig improvisiere und einfach versuche, einen gewissen Comedy-Faktor reinzubringen. Es ist anstrengend, das Spiel, glaubt mir. Und eben auf seine Art sehr frust. Nicht, weil man ständig stirbt, sondern weil es einfach unlogisch, dumm ist. Keine Ahnung. Ich nie checke, was das Spiel von mir will. Macht nicht so einen Spaß. Und ich glaube, das im Stream zu machen, wenn man halt im Zweifelsfall doof gesagt, dann sogar sagt, ey, macht mal Backseat Gaming. Das, was eigentlich sonst keiner will, in dem Moment dann dazu sagen, ey, mach mal Backseat Gaming. Sagt mir, was ich machen muss. Habt mal eine Lösung im Hintergrund auf. Ich denke, bei so einem dummen Spiel, in Anführungsstrichen, da kann das echt spaßig sein. Aber, ja, da das gerade halt nicht gegeben ist, wie gesagt, skippen wir das und machen das mal demnächst dann irgendwann. Sobald machen wir einen Stream. So, ich töte mal eben ganz kurz viele Dinge. Das Match ist auch gleich durch, ist ja geil. So, und was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, ist, sollte Akte X verschwinden. Jetzt hänge ich erstmal in der Ecke fest, geil. Ist die fertig? Nix mehr? Ist ja... Da war ja jetzt nichts mehr zu tun am Ende. Geil. Akte X wird verschwinden. Mass Effect neigt sich dem Ende zu. Was aber nicht schlimm ist, ich habe immer noch Spaß dran. Es sind auch noch eine Menge Nebenquests, glaube ich, aktuell. Also jetzt aktueller Status. Wenn ihr dieses Video guckt, darf ich noch ein Mass Effect spielen. Vielleicht guckt ihr das ja in 10 Jahren. Keine Ahnung. Heißt aber auch, dass ich dann auf jeden Fall schauen werde, natürlich, Mass Effect Andromeda, wenn es rauskommt. Sollte, glaube ich... März? Ist es März? Weiß ich jetzt gar nicht. Was zuerst eh noch kommt, und da habe ich auf jeden Fall auch Bock drauf, und ich hoffe mal ihr auch, eines der ersten Spiele, die ich ja hier gemacht habe, war ja Ico. Shadow of the Colossus habe ich ja vor einiger Zeit versucht, vielleicht erinnert sich noch der eine oder andere an dieses Mini-Glitch-Video, was ich rausgehauen habe. Irgendwie wollte das Spiel mich nicht so aufnehmen lassen, wie ich es wollte. Und dementsprechend habe ich das einmal ausfallen lassen, aber Last Guardian kommt bald raus. Ich verlasse mal gerade das Match hier eben. So, Last Guardian kommt aber raus und das schon in Kürze. Das werde ich mir definitiv holen, das dürft ihr hier definitiv erwarten. Mass Effect nächstes Jahr, wenn es irgendwann rauskommt, möchte ich auf jeden Fall auch machen. Gucken wir mal, wie wir das dann hinkriegen, weil ich habe noch ein anderes Projekt und ich greife mal eben kurz nebenan ins Regal, ja? Gebt mir mal kurz. Wo habe ich es denn jetzt? Wow, jetzt finde ich es erstmal gar nicht hier, das ist natürlich super hilfreich. Super smart, wenn man Sachen sucht. Nein, ich finde es tatsächlich gerade gar nicht. Wo habe ich es denn hingestellt? Mann, diese Vorbereitung. Eigentlich sollte es da irgendwo sein. Ist ja auch egal. Ich habe letztes Jahr mit etwas angefangen, was ich sehr gerne gemacht habe. Und letzten Endes dann aufgehört habe, nicht weil es mir nicht gefiel, sondern... weil da einfach so ein Punkt war, wo ich einfach nichts hingekriegt habe. Da musste ich einfach mal auch mal sagen, wir machen jetzt mal hier eine großzügige Pause. Ja, und dementsprechend wurde das nichts aus dem vollen Jahr Animal Crossing. Und das ist aber etwas, wo ich mich eben ransetzen möchte. Das heißt, ihr dürft erwarten, dass es ab nächstes Jahr wieder Animal Crossing bei mir gibt. Wieder die GameCube-Variante, die ich einfach super sympathisch finde. Ich mag die einfach sehr, sehr gerne und ich hatte das Gefühl, dass es aber auch sehr cool ankommt, weil gar nicht so viele Leute anscheinend das auf dem GameCube gespielt haben, wie ich gedacht habe.
dachte, das hätten auch schon viele Leute gespielt, aber ich habe immer wieder Kommentare gehabt, oh, die Fassung kenne ich gar nicht, ah, oh, sowas kann man da machen, ach, das gab's damals schon. Machen wir das halt. Und ich werde mich da tunlichst dran setzen, dass jeden Tag ein Video kommt. 365 Videos, jeden Tag, ein ganzes Jahr lang Animal Crossing. Das ziehe ich diesmal durch, das will ich hier haben. Was im Übrigen auch passt, weil Januar wird der Channel hier dann auch mal ebenso 2 Jahre alt. Einfach mal so, ist einfach passiert. Ich weiß auch nicht, wie das kommen konnte. Und wenn ich jetzt ein bisschen fleißig weitermache und brav meine Videos mache, ich bin ja da ein bisschen eitel, dann sollten wir irgendwann Januar oder Februar erreiche ich dann so eine magische Marke für mich selber, weil ich dann sagen kann, bam, das sind 1000 Videos. Die habe ich auch mal ebenso gemacht. Muss man erstmal können. Ohne jetzt eitel zu sein, aber, ne? Mach mal. Hat schon was. Das ist so eine persönliche Leistungsmarke für mich, sag ich mal. Ich gehe mal eben ganz kurz hier einfach auf den Arcade-Bereich, mach mal irgendwas ganz Doofes hier. So, komm, mach mal irgendwas. Gib mir mal irgendwas. Ja, ne, aber das ist halt jedenfalls so eine kleine Ankündigung. Wir machen Animal Crossing. Demnächst dann schon mal eben ein, zwei neuere Sachen, im Sinne von, dass dann da halt einerseits Last Guardian kommt. Ich weiß noch nicht gerade, ob ich jetzt irgendwas nach Akte X gerade noch machen möchte. So zur Überbrückung sozusagen, das weiß ich noch nicht. Ich guck mal, vielleicht kriegt ihr noch was anders. Auch relativ wichtig, nur dass ich das einmal gesagt habe, aktuell läuft ja auch wieder so ein Minecraft-Ding hier, theoretisch. Vielleicht hat sich der eine oder andere gewundert, warum da eine Woche lang Videos kommen und dann erstmal gar nicht mehr. Liegt ganz einfach daran, dass ich mit dem Elias das mache und sowohl beim Elias als auch bei mir selber kommt momentan privat einfach teilweise echt viel dazwischen. Und deswegen steht es auch extra in der Kanalinfo. Kann es dann jetzt auch mal kurz eben sagen, das Ding ist halt, das ist so ein Projekt, wenn wir dazu kommen, was aufzunehmen, wenn wir da irgendwas produziert haben, dann können wir es natürlich gerne raushauen. Das schwankt aber. Wir haben halt einmal es geschafft aufzunehmen. Supi, habe ich 5 Videos gehabt, konnte ich machen, war schön. Ne? Fand er auch selber cool, also er hat selber auch gesagt, es ist furchtbar, sich hinterher anzuhören, was von Unsinn man redet. Den Effekt kenne ich ja schon was länger. Ja, aber seitdem kamen wir halt einfach schlicht nicht dazu. Das wird aber auch weiterhin kommen, sobald wir halt wieder zum Aufnehmen kommen. Das ist so das Problem dabei. Ja, aber unabhängig davon, das waren eigentlich auch so ziemlich alle Sachen, die ich loswerden wollte. Ich habe Geld ausgegeben, habe ein neues Mikro. Ich hoffe, die Audioqualität ist gut. Für mich ist es sehr angenehm, dass ich einfach sitzen und zocken kann und ja, ne, nicht jedes Mal Headset ein riesen Brimborium hier veranstalten muss. Ist sehr angenehm, wirklich viel angenehmer für mich. Ja. Neue Sachen kommen, ein paar Sachen schmeiße ich halt raus, weil doof. Ich sage aber schon mal vorsichtshalber, wenn ich dann Akte X irgendwann mal im Stream mache, ich habe ja hier noch die Grafiken und sonst was, dann machen wir das einfach dann gemütlich im Stream sozusagen und die Aufnahmen kann ich ja dann trotzdem hinterher auch auf YouTube werfen. Wer es sich im Nachhinein angucken will, kann sich dann das ganze Ding geben. Wir ziehen ja dann im Stream vielleicht durch. Ich werde jetzt kein Datum nennen, wann das passiert, weil das kann ich gerade selber noch nicht sagen, aber ja, der Plan ist da. Ne, immerhin etwas. So, und in dem Sinne, mach jetzt aber Feierabend, ne? Also, Akte X demnächst nicht, demnächst aber Last Guardian. Mass Effect ziehen wir durch, ist auch bald rum, denke ich. Gucken wir mal, was da noch so alles kommt. Und ab Januar auf jeden Fall Animal Crossing, irgendwann Mass Effect Andromeda. Nächstes Jahr mal mehr Streams und ja, Dinge passieren. Das ist die Kurzfassung, glaube ich. Dinge passieren. Alle nehmen Sombra, das ist auch schön, wenn das passiert. Das ist immer ganz toll. Dafür gibt es ja den Modus, aber ich bin ja gar nicht ein Fan von. Der ist halt nur so schön belanglos von dem Ball. Naja, egal. So, dann würde ich sagen, in dem Sinne hat einer einen Kopf geworfen. Yay! Muss auch eben ausrasten. Moment, so. Rasten wir aus. So, alles wunderbar. Ich danke euch fürs Reinschauen und sag einfach mal bis zum nächsten Video. Irgendwann demnächst, wann auch immer ihr reinschauen möchtet. So, bis dann. Ciao! Ja, 2-1. Tschüss. Tschüss. Alles explodiert. Tschüss.